Hallo, heute möchte ich Ihnen erklären, wie man SAPME zusätzlich zu erfassende Daten beim Montieren an einem Material definieren kann. Hierzu gehen wir zunächst in die Material Maintenance, nehmen uns ein Beispielmaterial, können bei diesem unter dem Tab Bild die zu erfassenden Daten festlegen. Standardmäßig sind hier keine hinterlegt. Hier haben wir die Möglichkeit, bereits verschiedene Vorauswahlen zu treffen, wenn wir zum Beispiel eine externe Seriennummer erfassen möchten oder zum Beispiel einfach nur dieses Material bestätigt haben möchten, wenn es verbaut wird. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie wir dort selbst Datengruppen anlegen können für die Datenerfassung. Hierfür gehen wir zunächst in die Data Field Definition und können hier unsere Datenfelder, die wir erfassen möchten, anlegen. Für unseren Fall zum Beispiel zunächst eine Seriennummer. Dann können wir einen Typ festlegen, eine Beschreibung vergeben und können der Field Label angeben, wie das Feld beschriftet werden soll. Wir können auch eine Validierungsmaske hinterlegen, diese können separat gepflegt werden. Nun speichern wir dies und legen zusätzlich, weil wir nicht nur die Seriennummer, sondern vielleicht auch den Hersteller erfassen wollen, auch einen Z-Manufacturer an. Beschreibung ist in diesem Fall mal leer, Beschriftung anpassen. Speichern auch. Im nächsten Schritt müssen wir nun in die Data Field Assignment Maintenance, müssen nun zunächst einen Gruppentyp festlegen. Wir nennen diesen einfach die Z Data Group. Nun müssen wir in die Das Data Field Assignment Maintenance müssen hier zunächst eine Datengruppe anlegen. In diesem Fall nehmen wir diese State Data Group und fügen hier über neue Sequenzen zu erfassenden Datenfelder ein. Zunächst unsere gerade angelegte Seriennummer und unseren Hersteller. Hier unter Required können wir noch festlegen, ob dies ein Pflichtfeld sein soll. Wir markieren dies. Nun können wir zurück in die Material Maintenance gehen und können hier in unserem Material unter Bild nun auch unsere Gruppe auswählen, State Data Group. Gehen wir nun in den Bot, wählen uns einen Beispielauftrag mit unserem Z-Material aus und wollen dieses montieren. Erhalten wir hier die Möglichkeit, unsere zusätzlichen Daten zu erfassen. In diesem Fall eine Seriennummer und einen Hersteller. Gehen wir nun in den S-Build Summary Report und wählen unsere SFC aus, lassen uns diese anzeigen und hier einmal hinein. Dann können wir sehen, dass wir hier unter der verbauten Komponente auch die zusätzlich erfassten Daten sehen können. Also, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen.